Basta Berlin. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Der alternativlose Podcast. Es ist mal wieder Donnerstag. Wir schreiben den 7. Dezember 2023. Hier ist Folge 202202. Mein Name ist Benjamin Golme. Hallo. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Der Dezember schreitet voran, genauso wie der Vorweihnachtsstress. Aber nicht nur für uns und für euch, auch die deutsche Bundesregierung ist im Stress. Die eine Hälfte, die schwitzt in Dubai und die andere Hälfte über den Finanzen. Ja, das ist ein Trauerspiel in mehreren Akten und in der Hauptrolle euer Steuergeld. Es ist völlig klar, dass das für eine Regierung ein außerordentlich unangenehmer und peinlicher Moment ist. Richtig, das hat Bundesfinanzminister Christian Lindner im ZDF vollkommen korrekt zusammengefasst. Ja. Das, was die Regierungen da in diesen Tagen von sich geben, das ist an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten. Peinlich und unangenehm, das sehen nicht nur immer mehr Bürger so, sogar das Ausland lacht mit. Aber Deutschland rettet die Welt. Ja. Also zum Beispiel auf der Weltklimakonferenz, ne? Da im Wüstenstaat. Oder etwa doch nicht, ja? Macht sich Olaf Scholz da möglicherweise auf internationaler Bühne zum Vollhorst? Wir schauen heute mal auf den Klimakurs von Horst Scholz, Horst Habeck und den anderen kleinen Horstis im Bundeskabinett. Außerdem haben wir eine skurrile Geschichte aus dem Wilden Osten für euch. Dabei geht es um Raub und Millionen von Steuergeld mal wieder. Leider müssen wir uns auch heute wieder mit dem organisierten Verbrechen anlegen. Du. Ich natürlich. Mein Name ist wie immer Marcel Joppa. Aber die Basta Berlin Gemeinde passt ja auf uns auf. Ja, völlig korrekt. Außerdem was sind 500 Remos gegen 30.000 knallharte Hardcore-Ultras aus der Basta Berlin Gemeinde? Die Heiner Ultras. So ist es nämlich. Die beschützen uns. Wir haben heute noch ein paar Ehrengäste in unserer Episode. Nämlich eine FDPlerin mit Stahlhelm. Wir haben einen unsympathischen Komiker. Ein US-amerikanischer Philanthrop ist noch mit dabei. Und eine ehemalige First Lady, die sogar mal fast Präsidentin geworden wäre. Auf geht's, wir haben eine Menge zu sagen. Wir starten in Sendung 202. 202, das bedeutet auch, dass wir viele alte Bekannte haben, viele Wegbegleiter, viele liebgewonnene Stars unserer Sendung. Mhm. Alleine könnten wir den Bums hier natürlich gar nicht meistern und dazu braucht es die Kollegen aus Politik und Comedy. Wir sagen Danke. Mhm. Und darum beginnen wir heute mit zwei Stars, die von wirklich unschätzbarem Wert sind. Kandidat Nummer 1 ist eine deutsche Ikone. Als er sich die Wampe weggewandert hat, da wurde sein Buch zum Bestseller. Seine Kindheit, die kam ins Kino und wurde ein Blockbuster. Seine Witze sind legendär. Kandidat Nummer 1, den mag eigentlich jeder. Unfassbar beliebt. Kandidat Nummer 2 ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Also es geht um Harpe Kerkeling und Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die beiden kannten sich bis vor kurzem gar nicht persönlich. Seit Ende Oktober, da haben die aber eine gemeinsame Vergangenheit. Bevor wir euch das zeigen, gehen wir aber noch einmal ein bisschen zurück in die Zeit. Und zwar rund 2 Jahre zurück. Es war der 15. November 2021. Mhm. Die FDP-Kriegsexpertin Strack-Zimmermann war mal wieder im Krieg. Doch dieses Mal war der Feind unsichtbar. Es war nicht Präsident Putin, es war auch nicht Bundeskanzler Olaf Scholz. Nein, es war das Virus. Es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Ich bin keine Medizinerin, ich bin auch keine Juristin. Aber wenn Sie in den Kliniken nachfassen, und das tun Sie ja auch, dann stellen wir fest, dass 99% derer, die jetzt in den Intensivstationen betreut werden müssen, Männer und Frauen sind, die sich geweigert haben, geimpft zu werden. Und das ist das ganz große Problem. Marie-Agnes Strack-Stahlhelm im Kampf gegen eine unsichtbare Gefahr. Meint sie damit einen Krieg gegen die Wahrheit? Man weiß es nicht. Aber wir machen jetzt mal unseren allseits beliebten Basta Berlin Faktencheck. Wir gehen das Ganze jetzt mal einzeln los. Los geht's. Herr Joppa ist heute der Basta Berlin Faktenchecker. Also erste Aussage von Frau Strack-Zimmermann. Ich bin keine Medizinerin, ich bin auch keine Juristin. Was ist dein Urteil? Diese Aussage ist korrekt. Ja, Frau Strack-Zimmermann ist keine Juristin und auch keine Medizinerin.
Was ist sie denn dann? Immer wieder wird ihr ja vorgeworfen, sie sei Rüstungslobbyistin. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, Benjamin. Ja, vor allem für eine Frau, die morgens bis abends Waffenkäufe und Kriegsgerät fordert. Darum hat der Journalist Thilo Jung sie genau danach gefragt. Du hast mich als Kind schon im Sandkasten bestechen können. Du bist aber Mitglied in Rüstungslobbyisten, Lobbyorganisation. Also ja. Du bist keine Lobbyistin, aber Mitglied bei Rüstungslobbys. So. Nicht bei Rüstungslobbys, beim Heer. Beim Förderkraft Deutsches Heer, das ist eine Rüstungslobby. Ja, aber du redest ja im Plural. Die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik ist eine Rüstungslobby. Es sind zwei Rüstungslobbys, wo du Mitglied bist. Du bist aber keine Lobbyistin. Nee, ich bin keine Lobbyistin. Ich fasse zusammen, sie ist keine Medizinerin, sie ist keine Juristin, sie ist keine Rüstungslobbyistin. Ja, was ist sie denn dann? Doktor der Politikwissenschaften. Ihre Doktorarbeit trägt den Titel Bilder aus Amerika. Eine zeitungswissenschaftliche Studie über die USA-Berichterstattung im zweiten deutschen Fernsehen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß, die Berichterstattung ist immer zu negativ. Ja. Könnte immer noch besser sein. Richtig. Dr. Strack-Zimmermann. Also das wäre geklärt, aber wir haben ja noch mehr Aussagen. Wie sieht denn der Buster-Faktencheck die anderen Aussagen? Alles korrekt, alles korrekt. War es denn eine Pandemie der Ungeimpften? Ja. 99% der Patienten auf Intensivstationen waren Ungeimpfte. Was denn sonst? Aber sie sagte doch, dass Männer und Frauen sich geweigert hätten, geimpft zu werden. Ich dachte, das wäre eine freiwillige Impfung gewesen. Ja, die Impfung war eine freiwillige Bürgerpflicht. Ja? Frau Strack-Zimmermanns Aussage ist darum natürlich korrekt. Also, ich weiß nicht. Und verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau. Mann, Sie gehen einem auf den Geist. Okay, ist ja gut. Die Frau hat natürlich mit allem recht, was sie sagt. Ja. Was machen wir denn jetzt mit so einer tapferen Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte? Wir verleihen ihr die goldenen Eier 2024? Naja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht direkt gehen. Geht's noch eine Nummer kleiner? Ja, Moment, einverstanden. Wir verleihen ihr einfach die Josef Neuberger Medaille der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Es ist nicht der Zweck des Staates, die Menschen aus vernünftigen Wesen zu Tieren oder Automaten zu machen. Der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zur Josef Neuberger Medaille 2023. Harpe Kerkeling hält die Laudatio auf Agnes Marie, Marie Agnes Strack-Zimmermann Stahlhelm. Was für ein Spektakel! Der Komiker und die Doktorin für US-Berichterstattung. Auf den ersten Blick haben die eigentlich gar nichts gemeinsam. Weit gefehlt. Auf den zweiten Blick sehr wohl. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. Feindbilder müssen gepflegt werden, Benjamin. Aufarbeitung à la Harpe Kerkeling. Sie ist keine Medizinerin, aber sie kennt die Belegung auf Intensivstationen. Er weiß, wie wir die Demokratie retten, obwohl er nur ein armer, kleiner Komiker ist. Ich bin ein armer, kleiner Komiker und ich schreibe manchmal Bücher. Ich habe da kein Patentrezept. Aber ich denke, wenn man die Gesetze, die bestehen, anwendet, müsste es hinhauen. Wir haben ja eigentlich ganz ordentliche Gesetze in dem Land, angefangen beim Grundgesetz. Der arme, kleine Komiker lobt das Grundgesetz. Herr Kerkeling, wissen Sie eigentlich, was da genau drinsteht? Ich weiß nicht, was in seiner Version des Grundgesetzes drinsteht. In meiner Version steht Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit, Verhältnismäßigkeit, so Gedöns halt. Ja, aber das weiß der Weise vom Jakobsweg. Ja, sicher. Und damit das auch andere wissen, da hat der intellektuelle Komiker auch direkt einen Vorschlag. Im WDR lesen wir. Laudator Harpe Kerkeling für Staatsbürgerkunde in Schulen. Oh. Er sehe die Demokratie in Deutschland auf eine harte Probe gestellt und forderte in seiner Rede, Staatsbürgerkunde in der Schule einzuführen. Staatsbürgerkunde zur Rettung unseres Grundgesetzes. Na, warum eigentlich nicht? Wer hat's erfunden? Hä? Na, wer wohl? 49 Jahre Erfahrung in Staatsbürgerkunde. Die Veteranen der Staatsbürgerkunde und echten Demokraten leben natürlich zwischen Meißen und Mecklenburg, zwischen Görlitz und Greifswald. Ja, und das bringt uns auf unserer heutigen Deutschlandreise von Düsseldorf nach Dresden. Die Sachsen, die haben nicht nur 50 Jahre Erfahrung mit Staatsbürgerkunde, à la Harpe Kerkeling. Die Sachsen haben ja auch eine echte Kulturtradition. Das verdanken sie unter anderem August dem Starken. Er ließ die Frauenkirche bauen.
das japanische Palais und mehrere Schlösser. Nicht zu vergessen den Ausbau des grünen Gewölbes. Den hat August der Starke nämlich auch veranlasst. Und so können Sachsen und Touristen in Dresden Altstadt, die Altstadt frönen und die Kultur natürlich, die dort drin quasi allgegenwärtig ist. Sie können Meisterwerke von unschätzbarem Wert bewundern vor 4 Jahren. Die Diebe kamen im Morgengrauen. Ihr Ziel Dresdens Schatzkammer. Unbekannte sind heute früh in die Kunstsammlungen im historischen grünen Gewölbe eingebrochen. Einbruch in das grüne Gewölbe. Am 25. November 2019 spricht die Tagesschau noch von Unbekannten. Knapp ein Jahr später, da ändert sich das. Aus Unbekannten werden alte Bekannte. Welt berichtet von der Festnahme. Bei einer Großrazzia im Zusammenhang mit dem Einbruch in das historische grüne Gewölbe in Dresden sind heute Morgen 3 Tatverdächtige festgenommen worden. Die Festnahmen erfolgten durch Spezialkräfte in Berlin. Demnach wurden 18 Objekte durchsucht. Schwerpunkt des Einsatzes war der Berliner Stadtteil Neukölln. Ach was. Die Adressen kannten die Ermittler natürlich bereits. Die Adressen gehören nämlich zu einer ehrenwerten Familie aus dem Libanon, der Türkei, Neukölln. Es sind die Adressen der Familie Remo. Tatverdächtig waren Rabbi Remo, Bashir Remo, Abdul Mahed Remo, Mohammed Remo. Ein Remo, dessen Vornamen wir nicht sagen, der hatte wohl ein Alibi. Und Wissam Remo. Wissam Remo, den lernen wir jetzt ein wenig besser kennen. Spiegel TV hat ihn gleich mehrfach aufgesucht und das erste Video stand von einem Ort, den ich richtig gut kenne. Da war ich nämlich des Öfteren. Es ist nämlich der Aldi in meiner alten Heimat in der Silbersteinstraße in Neukölln. Tag, Herr Remo. Meyerhoff von Spiegel TV. Können Sie mal sagen, was mit der Goldmünze gewesen ist? Herr Remo, haben Sie die Goldmünze geklaut? Wissam, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Ja, Wissam ist kein Mann der großen Worte. Der ist mehr ein Mann der großen Taten. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, ja? Wissam wurde im November 2019 in Erlangen verurteilt. Wegen Diebstahls. Er hatte eine Hydraulikschere gestohlen, mutmaßlich, um damit weitere Einbrüche zu begehen. Während er in Erlangen verurteilt wird, steht er in Berlin wegen eines anderen Einbruchs vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, die 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen zu haben. Während Wissam Remo also in Erlangen wegen Diebstahls verurteilt wurde und in Berlin wegen Einbruchs vor Gericht steht, bricht er in das grüne Gewölbe ein und stiehlt die Kunstschätze des Freistaats Sachsen. Wie kann das sein? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Nun, liebe Freunde, da gibt's mehrere Gründe. Ich habe das Gefühl, die meisten dieser Gründe werden euch nicht gefallen. Der Rechtsstaat funktioniert nämlich genau so lange richtig gut, bis ihn jemand so richtig strapaziert. In Erlangen hat man ihn nicht eingebuchtet, weil in Berlin eben ein weiteres Verfahren gegen ihn gelaufen ist. Und auch nachdem Wissam in Erlangen und Berlin verurteilt wurde, da kam man nicht gleich in Haft. Nee, laut Spiegel TV einerseits wegen Rechtsmitteln, die seine Anwälte eingelegt hatten. Andererseits... Das Urteil gegen den Angeklagten ist zwar schon seit 2 Monaten rechtskräftig, es dauert aber immer eine Weile, bis alle Formalitäten erledigt sind. Man darf sich das also nicht so vorstellen, dass man verurteilt ist, das Urteil rechtskräftig wird und derjenige dann automatisch mit einer Zahnbürste zum Gefängnis marschiert, sondern die Vollstreckung muss förmlich eingeleitet werden und derjenige erhält dann eine Ladung zum Strafantritt. Der Schwerkriminelle Wissam Remo wurde mit 5 Verwandten beschuldigt, am Dresdner Juwelendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen zunächst einen Stromkasten in Brand gesteckt haben, dadurch haben sie für Dunkelheit gesorgt. Dann sind sie in das grüne Gewölbe eingedrungen, haben die Schmuckstücke gestohlen und ihr Fluchtauto in Brand gesetzt. Oder wie Familienoberhaupt Issa Remo sagen würde, ihr Araber, ich kenne euch, ihr Arschlöcher, bei Gott, ich werde eure Schwester... أنا بعرفكن يا منايك والله لانيك أختكن أخوات الشرموطة فلستو زين دو أورغزان دو شبوختل دو شبيرز مت إسرامو دو شبيرز مت ميا دو فلست ميني فاميليا فنشتن دو فلست ميش أمبرينجن Aber Herr Remo, ich will sie doch gar nicht vernichten. Ich will auch ihre Familie nicht vernichten. Nicht im geringsten. Das Gegenteil, ich will nur das Beste für Sie und Ihre Söhne und Verwandten. Allerdings müssten Sie uns dabei helfen, Herr Remo, Sie als Familienoberhaupt. Vielleicht können Sie ja dafür sorgen, dass Ihre Söhne und Verwandte nicht immer wieder schwerste Verbrechen begehen. Herr Remo, Sie könnten ja Ihren Einfluss mal geltend machen. Also keine Einbrüche mehr.
Lassen Sie auch das mit den Morden. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Ihre Familienangehörigen auch keine Fußgänger mehr überfahren würden. Herr Remo, wenn Sie das aber nicht hinkriegen, kann ich Ihnen sagen, was ich Ihnen wünsche. Die volle Härte der deutschen Justiz. Und zwar, was alle angeht, die in Ihrer Familie sind. Und egal, ob Sie bloß eine Tüte beim Aldi geklaut haben, die können meinetwegen alle ins Gefängnis gehen. Denn bei dieser Masse an schweren Straftaten wirkt Ihre Familie für mich eher wie eine kriminelle Vereinigung. Und da gehören nicht nur die dazu, die im Gefängnis sitzen, sondern im Grunde genommen gehören ja alle dazu, die von diesen Straftaten profitieren. Das könnte dann ja vielleicht sogar die ganze Familie sein. Und auf die Gefahr, dass sie jetzt ausrasten und mich bedrohen, zur Familie gehören natürlich auch die Mütter, Töchter und Kinder. Das, was Benjamin da gerade gemacht hat, ist übrigens freie Meinungsäußerung, ja? Wir wissen nicht ganz genau, wie das im Libanon ausgelebt wird, aber Familie Remo ist ja seit 40 Jahren in Deutschland. Und wenn sie die Meinungsfreiheit so gut kennt wie die Strafprozessordnung, ja, dann dürfte das mit Benjamins Äußerung eigentlich kein Problem sein. Aber Probleme gibt es ja immer noch in Dresden. Ja. Jahrhundertealte Kunstschätze sind gestohlen. Aber das ändert sich am 17.12.2022. Über 3 Jahre nach der Straftat, da werden 31 Einzelteile sichergestellt, ja? Darüber berichtet auch die Tagesschau und die MDR-Journalistin Nadja Malak. Ihre Wortwahl, die sorgte bei uns bei Basta Berlin für relative Erheiterung, muss ich sagen. Und Wut. Bei ihr klingt das so ein bisschen nach, naja, der Osterhase hat was versteckt. Es wurden mindestens 31 Stücke gefunden, so hat es die Staatsanwaltschaft heute bekannt gegeben. Darunter soll auch eine Hutschleife sein, die sehr prägnant war. Es wurden nicht alle Gegenstände gefunden, darunter die berühmte Epaulette, nach der auch die Soko benannt wurde, die wurde nicht gefunden. Und auch eine sogenannte große Brustschleife von Königin Amalie Auguste wurde nicht gefunden. Entschuldigung, nicht gefunden und doch gefunden. Hm. Ich frage mich, ob Frau Malak noch alle Latten am Zaun hat. Hm. Da sitzt die Frau in ihrem Homeoffice und erzählt uns Geschichten vom Suchen und Finden und vom Osterhasen. Dabei weiß sie doch, dass die Hintergründe ganz andere gewesen sind. Das wird dann übrigens später im Interview auch mal deutlich. Nein, Leute, hier ging es nicht darum, dass irgendwer etwas gefunden hat und Ermittler etwas aufgedeckt haben. Es geht um einen knallharten Deal mit Schwerkriminellen. Hm. Die Beute, die wurde den Ermittlern übergeben. Die Anwälte der Verbrecher haben die Beute dann der Polizei übergeben. Nicht gefunden, übergeben. Richtig, es gab keine Razzia in irgendeiner Art und Weise. Es gab auch keine erfolgreiche Suche, es gab einen Deal. Punkt. Im Fachjargon, es gab eine Verständigung im Strafverfahren. Festgehalten ist sowas auch in § 257c Strafprozessordnung. Das Gericht macht den Beteiligten einen Vorschlag zur Einigung. Der Richter teilt mit, welche Bedingungen es für diese Einigung geben müsste, welche erfüllt werden müssen. Und er kann dann auch ein Strafmaß angeben. Wenn der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft dem zustimmen, haben wir einen Deal. Vor allem, dass nun 3 der 5 Dresdner Verurteilten auf freiem Fuß sind, wird von Kritikern hinterfragt. Die im Deal festgeschriebene Haftverschonung habe fatale Symbolkraft. Ich erwarte nicht, dass man sich jetzt denkt, oh, jetzt habe ich aber hier 4, 5 oder 6 Jahre bekommen, bin aber trotzdem auf freiem Fuß. Naja, dann werde ich mich jetzt zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft entwickeln und einen rechtschaffenden Lebenswandel führen. Das sprengt meinen Vorstellungsrahmen. Ja, wir fassen nochmal zusammen, ja. Beute wurde zurückgegeben, ja. Damit werden die Sachsen und die Touristen die Kunstschätze auch wieder bewundern können. Das ist gut, ja. Die Sorge war ja, dass die Stücke irgendwie nie wieder auftauchen würden. Dafür wurden dann die Haftstrafen deutlich reduziert. Möglich wären bis zu 15 Jahre gewesen. Es wurden dann zwischen 4 Jahren und 4 Monaten und 6 Jahren und 3 Monaten. Sind die Verurteilten also jetzt wegen dem grünen Gewölbe im Gefängnis? Nein. Am 24. Mai erfahren wir in der Tagesschau, alle Verurteilten gehen in Revision. 3 Männer über Monate auf freiem Fuß. 3 der Verurteilten hatten im Rahmen eines Deals so lange Haftverschonung ausgehandelt, bis das Urteil rechtskräftig ist. Mit der Revision befinden sie sich nun über viele Monate in Freiheit.
Ja, ja, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Sehr langsam. Vor rund einem Monat gibt es dann in dem Fall wieder Neuigkeiten. Aber nicht etwa, weil der Bundesgerichtshof die Revision zurückgewiesen hätte. Wo denkt ihr hin? Nein. Einer der Täter hat die Revision von sich aus zurückgezogen. Zusammenfassung die zweite. Die Täter sind verurteilt, aber deswegen nicht unbedingt in Haft. Die Beute wurde zurückgegeben, aber eben nicht komplett. Die Epaulette... Jetzt sagt, das heißt Epaulette. Hm. Epaulette. Das ist die sächsische Version der Adilette. Ah. Die Epaulette mit dem sächsischen Weißen ist nicht da und mehrere weitere wertvolle Schätze sind ebenfalls nie wieder aufgetaucht. Wisst ihr, was ich glaube? Die Täter haben bei der ganzen Angelegenheit einen guten Schnitt gemacht. Ach was. Sie gehen zwar für ein paar Jahre ins Gefängnis, aber das ist ja eine gute Tradition in der Familie. Für Schwerverbrecher ist Gefängnis ja ohnehin sowas wie... Berufsrisiko, um nicht zu sagen Homeoffice. Die Hintermänner der Tat, die haben möglicherweise richtig viel Kohle gemacht. Denn der Rest der Beute ist ja möglicherweise eben zerlegt und verkauft. Aber, liebe Basta Berlin-Gemeinde, das ist noch nicht alles. Der Freistaat schlägt zurück. Mit der vollen Kraft des Gesetzes. Wartet mal ab. Im Januar lesen wir beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grünes Gewölbe. Sachsen will 89 Millionen Euro Schadenersatz. Eine Vertreterin des Landesamts für Steuern und Finanzen nannte am Freitag im Prozess am Landgericht Dresden die Summe von exakt 88.863.750 Euro für die zurückgegebenen, teils beschädigten und die noch fehlenden Schmuckstücke, sowie für Reparaturen etwa der zerstörten Vitrinen und am Museumsgebäude. Oh, 89 Millionen, das aber viel. Nehmen Sie auch Goldmünzen? Nein. Hm. Der Freistaat fordert rund 89 Millionen Euro Schadenersatz. Wird er die je bekommen? Nein! Und nochmal nein, und zwar aus zwei Gründen nicht. Grund 1, was machen die Verurteilten denn eigentlich beruflich? Ah, wie groß sind denn eigentlich ihre Rücklagen? Wie viel ist denn bei denen zu holen? Wie viel legales Vermögen haben die denn? Richtig. Grund 2, der Freistaat Sachsen hat die Schadenersatzforderung während des Strafprozesses erhoben. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet über das Ergebnis. Doch der Freistaat hatte mit seinem Adhäsionsantrag im Strafprozess nur bedingt Erfolg. Die Kammer stellte zwar fest, dass der Freistaat dem Grunde nach Anspruch auf Schadenersatz habe, aber über die Höhe wurde nicht im Strafprozess entschieden. Das sei viel zu aufwendig und langwierig. Wenn der Freistaat finanzielle Wiedergutmachung erwirken wolle, also einen sogenannten Titel, müsse er dazu einen separaten Zivilprozess führen. Eine in finanzieller Sicht folgenschwere Entscheidung. Jetzt mal ganz langsam. Ihr müsst uns intellektuell jetzt hier folgen, auch wenn es nicht so einfach ist. Wir haben auch gebraucht, um es halbwegs zu verstehen. Mhm. Aber es ist ja durchaus nicht ganz uninteressant. Mhm. Weil das Strafgericht es für zu kompliziert erachtet, bekommt Sachsen keinen Schadenersatz. Richtig. Und noch schlimmer, Sachsen muss 240.000 Euro zahlen. Wie bitte? Naja, 240.000 Euro Anwaltskosten an die Remus. 240.000 Euro Kosten? Das ist ja eine Menge Geld. Na, eigentlich nicht. Eigentlich sind das mehr so Peanuts. Wie bitte? Ja, Juwelenkuh im grünen Gewölbe. Staat muss Remus 3,84 Millionen Euro zahlen. Wie Bild exklusiv erfuhr, scheiterte der Freistaat Sachsen jetzt mit Beschwerden gegen die hohen Kosten für die Pflichtverteidiger im 113,8 Millionen Prozess und muss deshalb zahlen. Tadam! Die Bild schreibt, dass die Remus insgesamt 12 Anwälte hatten. Dabei handele es sich um Pflichtverteidiger. Jeder von ihnen würde für das Verfahren rund 120.000 Euro bekommen. Und die zahlt Vater Staat. Aber bevor ihr euch jetzt aufregt, ja, das schreibt die Bild. Die Bild, ja. Beim zweiten deutschen Fernsehen, ja, da klingt das ein bisschen anders. ZDF heute berichtet, verurteilte Clan-Mitglieder müssen Anwalt selbst zahlen. Falsch ist vor allem die von Bild verbreitete Information, dass der Freistaat Sachsen für die Anwaltskosten aus dem Strafverfahren aufkommen muss. Zwar geht der Staat bei Pflichtverteidigern in Vorleistung, bezahlt also die Anwälte erst einmal selbst. Verurteilte Straftäter sind dazu verpflichtet, die Kosten für eine Pflichtverteidigung selbst zu zahlen. Nur wenn es nicht gelingt, das Geld von den verurteilten Clanmitgliedern einzutreiben, bleibt der Staat darauf sitzen. Was heißt denn das? Das heißt, die Remus müssen die 3,8 Millionen Euro für ihre Anwälte selber bezahlen.
Oh, das ist aber viel. Nehmen Sie auch Goldmünzen? Nein! Nein, Herr Joppa, Sie nehmen keine Goldmünzen. Sie nehmen keine Goldmünzen von den Remus, vor allem keine gestohlenen Goldmünzen aus dem Bode-Museum. Und Sie nehmen auch keine Teile von Goldmünzen. Sie nehmen keine abgeschabten Teile. Sie nehmen auch kein Goldbesteck, was aus einer Goldmünze geschmolzen wurde. Sie nehmen einfach kein Gold von den Remus, okay? Und deswegen, liebes zweites deutsches Fernsehen, was meint ihr, wie das am Ende wohl ausgehen wird? Werden die Schwerverbrecher ihren eigenen Anwalt bezahlen? Oder wissen die Schwerverbrecher und die Anwälte bereits im Vorhinein, dass die Remus leider mittellos sind? Ja. Und dass diese gut bezahlten Anwälte, die Remus dann auch noch so rausgeboxt haben, dass diese gut bezahlten Anwälte am Ende von der Basta Berlin-Gemeinde bezahlt werden, dass diese Anwälte bezahlt werden von den Kontrafunkhörern, dass diese Anwälte bezahlt werden von all den guten Menschen da draußen, die jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit gehen und ihre Steuern zahlen, die noch nicht mal im Traum daran gedacht haben, schwer kriminell zu werden, sondern die jeden Tag ehrlich ihre Arbeit machen, anstatt am Ende irgendwo einzubrechen. Das, liebes zweites deutsches Fernsehen, das könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist wahrscheinlich näher an der Realität als eure Blub-Blasen. Und damit kommen wir mal zu unserem letzten Fazit, ja? Die Täter haben einen Millionenschaden angerichtet. Teile der Beute sind weg, die Hintermänner haben viel Geld verdient, die Kriminellen sind zum Teil immer noch auf freiem Fuß und der Staat zahlt die Anwälte, zahlt das Gefängnis und vielleicht sogar die Miete und das Bürgergeld. Und bevor mir jetzt irgendeiner von euch kommt, bevor mir jetzt irgendein Andreas aus Dresden kommt oder so ein Manfred aus München und bevor ihr jetzt wieder gegen kriminelle Zuwanderer hetzt, spart es euch. Die verurteilten Remus sind allesamt deutsche Staatsbürger. Deutsche wie ihr. Mann, sie gehen einem auf den Geist. Mhm. Lieber Harpe Kerkeling, ja, das war Staatsbürgerkunde aus dem Lehrbuch. Wir legen den Finger in die klaffende Wunde des Rechtsstaats. Herr Kerkeling, anstatt in Zukunft Ihre demonstrierenden Mitbürger zu diffamieren, wie wäre es denn, wenn Sie so ein ganz kleines bisschen so werden wie Marcel und Benjamin? Also der Rüstungstussi keine Preise mehr umhängen, sondern ein kritischer Bürger werden. Natürlich treibt mich das um, nicht, dass ich es werden wollte. Aber ganz ehrlich, die, die es werden wollen, können es nicht. Und die, die können, wollen nicht. Na, dann bleibt das wohl alles wieder an uns hängen. So machen wir das. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe keine Ahnung. Du weißt ja, dass Rüstung für unser Land extrem wichtig ist. Mhm. Überall muss aufgerüstet werden. Ja. Bei der nächsten Europawahl treten Marie-Agnes Strack-Stahlhelm an und Carola Rakete. Oh, schön. Ich finde, läuft bei uns. Ah, der Toni Hofreiter fehlt mir in dem Reigen irgendwie noch, weißt du? So, ja. Wir haben ein bisschen, also das Studio, das seht ihr jetzt nicht, steht ein bisschen voller als sonst. Und damit würde ich eigentlich auch in unseren kleinen Mittelteil starten. Dir ist kalt, merke ich. Es ist unglaublich kalt, die Heizung ist ausgefallen. Ja, die Heizung ist tatsächlich. Hat Opa wieder die Rechnung nicht bezahlt, oder was? Nee. Also tatsächlich hat der Heizungstypi, der morgen kommt, um die Heizung zu reparieren, gesagt, ja, das ist gerade ganz natürlich. Ich habe jetzt heute noch 23 Aufträge vor mir, die Heizung fallen alle wie sonst was aus. Bevor übrigens irgendjemand was sagt, wir haben hier keine Wärmepumpe, das ist eine Gasheizung, die fallen wohl auch aus. So, also auch wir haben in dieser Woche mit einem Heizungsunternehmen gesprochen. Mhm. Wir haben gesagt, wir brauchen den Termin nicht. Da waren sie sehr froh, meinten nämlich, das ist sehr gut. In den Schulen fallen die Heizungen nämlich auch alle aus. Ich habe bloß gesagt, na und? Einfach in die Hände klatschen, Kniebeugen machen. Ja, richtig. Fenster Schüler. Ist doch eh offen, ne? Wegen den Viren. Gut, Herr Joppa, du wolltest gerade sagen, dass unser Studio heute ungewohnt voll ist. Richtig. Und das Erste, was ich da direkt mal hochholen muss hier, ist vom Markus. Ganz liebe Grüße. Und der Markus hat was Großartiges für uns gemacht. Achtung. Das hier ist der rosa Elefant mit der Spritze. Und dazu hat der Markus auch noch was geschrieben, natürlich. Es ist eine Laudatio. Ich werde sie nicht komplett vorlesen, weil es ist ein bisschen länger. Aber hier, wir haben ja schon mal gesagt, wir kriegen so selten einen Preis. Und da hat er gesagt so, ja, leider ist mir die Ingrid mit dem ersten gehäkelten Preis vorweggekommen. Aber jetzt kommt er. Hiermit überreiche ich den ersten rosafarbenen Elefanten an Benjamin Golmo und Marcel Joppa und ihren alternativlosen Podcast Basta Berlin. Dann schreibt er weiter, auf der Welt sterben übermäßig viele Menschen an der Corona-Impfung, was die Übersterblichkeit in den letzten 2 Jahren eindeutig belegt.
Diese Übersterblichkeit hat nicht etwa mit dem Ausbruch des Coronavirus begonnen, sondern erst mit dem Beginn der Impfung steigen die Todesfälle oder die entsprechenden Erkrankungen extrem an. Deswegen ist hier auch die Spritze. Übrigens, er hat noch zwei weitere Spritzen dazu, weil wahrscheinlich Booster, oder Markus? Ich glaube, das ist Booster, ne? Und wie dem auch sei, wir haben den ersten Platz, und zwar den rosa Elefanten, weil wir den nämlich sehen können, den rosa Elefanten. Und ihr könnt ihn natürlich auch sehen. Vielen, vielen Dank, Markus. Der bekommt hier einen Ehrenplatz. Das ist ganz großartig. Das war für mich die schönste Laudatio, seit Harpe Kerkeling in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf gesprochen hat. Ich lese sie dir nochmal in Gänze vor. Für all die Zensoren da draußen, für unsere Freunde bei YouTube Irland, das war eine Meinungsäußerung von einem Zuschauer. Wir sagen dazu nur, was wirklich sattelfest ist: Die mRNA-Präparate von Moderna und BioNTech haben Menschen umgebracht. Richtig, so nämlich unser Lauftext. Wir haben ja gesagt, wir haben noch mehr. Moment. So, da muss ich nämlich dazu sagen, wir haben noch einen kleinen Preis bekommen. Ja, ich finde das wirklich toll. Und diesmal ist es nämlich von Thorsten und Sabine. Ganz liebe Grüße. Und die haben nämlich hier, Achtung, so, das ist eine kleine Staffelei, die stelle ich hier mal auf. Und dann ist hier Basta Berlin, der alternativlose Podcast. Danke für 200 tolle Folgen. Weiter so, ihr seid spitze. Wow. Ein kleines Bildchen. Ein selbstgemachtes, das finde ich auch großartig. Das ist wirklich toll. Und noch ein Kühlschrankmagnet, da kommen wir gleich zu. Ah, Kühlschrankmagneten, habe ich gehört, sind ein absolutes Must-Have im Jahre 2023-2024. Ja. Aber dazu kommen wir wohl erst gleich. Richtig, denn Benjamin, pack doch mal, was wir noch bekommen haben. Und zwar einerseits von, du weißt, wer es ist, von jemandem, der sagt, er ist nicht aus Neukölln. Ich gehe davon aus, dass nicht aus Neukölln der Michael ist. Hallo Michael. Und von Claudia Nebst Familie. Ganz herzlichen Dank. Wir sind reichlich mit Keksen ausgestattet. Das ist großartig. Das waren mal drei. Eine habe ich schon aufgegessen. Tut mir leid. Das ist wirklich toll. Also ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe gesagt, wir sind bis Weihnachten jetzt mit Keksen gesättigt. Aber Joppa sagt, das darf ich nicht sagen, er will weitere Kekse haben. Also gut, ne? Das ist wirklich richtig klasse. Und liebe Grüße übrigens auch an die wahrscheinlich beste Konfesserie in Würzburg. Ja. Ich weiß nicht, ob ich euren Namen sagen darf, aber ich habe euch ja schon persönlich gedankt. Was da in Würzburg gebacken wird, ist wirklich ausgezeichnet. Habe ich letztens auf dem Tisch gehabt, als wir Gäste haben. Die haben gesagt, wo ist denn das her? Ja. Also ich glaube, ihr habt jetzt einen neuen Kunden. sollen wir hierzu mal übergehen, weil ich finde das nämlich sehr klasse. Ja, bitte. Ihr wisst ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Natürlich mit Paketen. Wichtig ist natürlich der finanzielle Aspekt. Das wäre dann die BEZ, die Basta-Einzugszentrale, die mal wieder geöffnet ist. Das heißt, über basta.berlin, das ist unsere Webseite, gibt es den Button, wo ihr uns unterstützen könnt. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit wir im nächsten Jahr hier noch sitzen können. Damit wir im nächsten Jahr die Gasrechnung wieder bezahlen können. Also ja, eure Schenkungen sind wirklich essentiell für unsere Arbeit. Wir bedanken uns sehr bei euch. Wir denken ein bisschen über den Wochenstart nach, ob wir den weiter gestalten wollen im nächsten Jahr. Aber wir wollen grundsätzlich beide Sendungen weiterhin machen, sowohl den Montag als auch den Donnerstag. Wir wollen, dass das weiterhin kostenfrei bleibt. Und dafür brauchen wir einfach eure Unterstützung. Das habt ihr in diesem Jahr ganz wunderbar gemacht. Ja. Dafür wirklich vielen Dank an jeden. Egal ob kleiner Betrag, großer Betrag, das ist einfach wirklich mega. Und auch unter dem YouTube-Video gibt es dann nochmal die beiden Informationen. Hast du eigentlich jemals bei irgendeinem Arbeitgeber Weihnachtsgeld bekommen? Ich glaube, es muss aber dann in der Gastro gewesen sein. Ja, beim Kellner. Ja, da habe ich einen Tarifvertrag gehabt. Ja. Ich mal was Vernünftiges gelernt. Ich war immer Journalist, nie Weihnachtsgeld bekommen. War klar, ne? Ja. Ich habe übrigens noch einen Hinweis. Es gibt auch Leute, die ganz kleine Beträge per PayPal schicken, 1 oder 2 Euro. Achtet gerade ihr darauf, dass ihr das an Freunde und Familie macht. Ansonsten sind von 1 Euro sofort 40 Cent weg an PayPal. Das ist sicherlich nicht im eurem Sinne. Aber auch bei anderen Beträgen ist es so. Das stimmt. Dann komme ich jetzt zu diesem Magnet hier, weil auf der Webseite basta.berlin, da findet ihr auch unseren Webshop. Ganz liebe Grüße an die Michi. Und wir haben uns zweierlei ausgedacht. Das eine sind tatsächlich Kühlschrankmagneten. Die werden demnächst im Shop sein. Müsst ihr mal vorbeischauen. Übrigens auch mit dem Konterfei von uns beiden auf vielfachen Wunsch. Warum auch immer. Ach, ich hänge mir das auch an den Kühlschrank. Und Kühlschrankmagneten finde ich sowieso klasse, auch mit unserem Logo. Das im Set direkt wird bei uns dann dabei sein. Aber, und jetzt aufpassen für die, die last minute noch ein Geschenk suchen. Wir
bieten Gutscheine an. Das heißt, wenn ihr sagt, ach, mein Freund, mein Mann, meine Tochter oder wie auch immer, der würde ich ja vielleicht ein Basta-T-Shirt oder so ein Hoodie hier ja geben, aber ich weiß gar nicht, wie das mit der Größe oder dem Motiv ist, dann könnt ihr auf unsere Webseite, auf den Shop gehen und dann könnt ihr einen Gutschein direkt runterladen. Der Benjamin, holt direkt schon mal ein paar T-Shirts ins Bild. Nein, es ist keine Verkaufssendung, das ist eine Weihnachtssendung. Und da könnt ihr dann auch direkt sagen, ob das Pullover oder T-Shirt ist, könnt euch das ausdrucken. Selbst noch an Heiligabend könnt ihr das ausdrucken, unter den Baum legen und dann euren Lieben eine kleine Freude machen. Genau, denn es gibt mittlerweile so viele schöne Motive, da weiß man gar nicht, was man als erstes nehmen soll. Und das Schöne ist, manche Zuschauer haben ja drunter geschrieben bei unserer 200. Sendung, dass Benjamin keine Klamotten hat, scheinbar nur ein schwarzes T-Shirt und ein rosa Leinenhemd. Nein, das hat sich geändert. Jetzt habe ich jede Menge T-Shirts. Die hat mir die Michi aus Sachsen geschenkt. Ja, das klasse. Ist wirklich großartig. Und noch eine ganz wichtige Sache. Wir machen keine große Verkaufsveranstaltung, aber es ist ein wichtiger Hinweis. Michi aus Sachsen ist eine Kleinunternehmerin, hoffentlich im nächsten Jahr eine mittelständische Unternehmerin. Mal gucken, wie es läuft. Aber sie hat eine längere Lieferzeit als andere Anbieter. Das heißt, ihr solltet wirklich in dieser Woche oder spätestens in der nächsten Woche bestellen bei bis ihr. Bis zum 15. Dezember am besten. Mhm. Wenn ihr das dann wirklich auch unterm Weihnachtsbaum haben wollt. Genau. So. Und das war's, glaube ich, zum Thema Fanshop. Richtig. Wollen wir noch ein bisschen E-Mail und Kommentare? Ja. Ich würde dann mal anfangen mit, das fand ich interessant, da hat nämlich Elsepp unter die vergangene Folge geschrieben, viele Grüße. Ihr seid der einzige Schwurbler-Kanal mit regelmäßig wesentlich mehr Aufrufern als Abonnenten, besser als umgekehrt. Finde ich tatsächlich auch. Das heißt, dass selbst die, die eigentlich YouTube nicht mögen und nicht abonnieren wollen, trotzdem ganz regelmäßig sich Basta Berlin angucken, das finde ich super klasse. Ich kenne sogar Leute, die sich das Video lieber bei Odyssey angucken, aber dann zu YouTube kurz rübergehen, um einen Daumen zu lassen. Finde ich super. Da gab es auch einen Hinweis, dass der Steffen uns nicht mehr bei YouTube gucken kann, weil YouTube jetzt keine Adblocker mehr zulässt. Ah. Ja, und YouTube Premium kostet doch bloß 12,95. Schlag doch einfach mal zu. Nein, Steffen, du kannst es dann eben auch bei Odyssey schauen. Dann hat schnurloses Dosentelefon unter die vergangene Folge gepostet. Furchtbar, dass YouTube bezüglich Google immer noch diese Infokästchen auf der Staatspropaganda zu Corona-Impfungen, wie in diesem Fall, oder Klimawandel ungefragt unter die Videos einblendet. Leute, die immer noch diesen offiziellen Märchen der nützlichen und mehr oder weniger nebenwirkungsfreien Corona-Impfung anhängen und dies verbreiten, meinen zu müssen, sind für mich in etwa so wie Leute, die immer noch behaupten, die Titanic sei unsinkbar. Ja, diese Kästen gibt es mittlerweile für alles. Egal, ob das jetzt Klimawandel, Chemtrails oder Corona ist. Das ist betreutes Denken. Das ist ganz wichtig, weil ihr seid nämlich viel zu dumm, selber zu Wikipedia zu gehen. Und darum bietet euch YouTube hier direkt den Link zu Wikipedia an. Das ist wirklich super wertvoll. Die ganz neutrale Online-Enzyklopädie. Ja, das ist ja auch der Grund, warum man Agatha Christie umschreiben muss. Das ist ja der Grund, warum man Plätze umbenennen muss. Warum man Statuen wegnehmen muss. Weil ihr zu dumm seid, um die Kolonialzeit selber mit euch aufzuarbeiten. Ja, ja, ja. Das könnt ihr alles nicht. Und das ist deren Denkweise. Das ist eine total schädliche Denkweise. Das ist eine Denkweise, die uns bevormundet, die uns verbieten möchte, in gewisse Richtungen uns zu bilden, ohne dabei betreut zu werden. Ich lehne das komplett ab. Und wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen im Basta-Wochenstart am Montag. Stimmt. Und ich habe einige Kommentare zum Basta-Wochenstart am Montag. Spart euch das in Zukunft, ja? Hört auf, uns so viele Mails zu schreiben. Wir nehmen da niemals Bezug drauf. Zum Beispiel auch nicht auf die E-Mail von Rasmus. Hallo Rasmus. Rasmus war fast schon wütend. Mhm. Liebes Basta-Berlin-Team, wir ostfriesischen Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker nehmen das mit der friesischen Freiheit übrigens sehr ernst. Bis ins Spätmittelalter hinein hatte sich in Friesland nie ein Feudalsystem ausgebildet. Dann hat uns der Habsburger Arsch Maximilian I. an die Sachsen verschachert. Ach was. Also Vorsicht mit solchen Pöbeleien. Grüße von der Küste, Rasmus. Sehr gut, das war der Blog, wo es um Lumumba ging, ne? Ja. Um Lumumba, den ostfriesischen Freiheitskämpfer. Wer das jetzt nicht gehört hat, Leute, also
Mir hat das viel Spaß gemacht. Ja, das war komplett irre. Ja. Das könnt ihr auf unserer Internetseite basta.berlin nachhören. Das ist der Wochenstart, der kommt immer am Montag. So ist es. Einen habe ich noch von Matrei, liebe Grüße. Man könnte ca. 50 Milliarden mehr einnehmen, wenn man genügend Steuerfahnder einstellen würde. Es fehlen Tausende in den Finanzämtern der Bundesländer, fragt die Deutsche Steuergewerkschaft. Ja, und übrigens nicht nur die. Es fehlen auch reichlich Anwälte, Staatsanwälte, es fehlen Richter. Natürlich auch Polizeikräfte, aber was hilft's, wenn mal wieder irgendwie alle möglichen Leute draußen hops genommen werden und wenig später wieder auf freiem Fuß sind und jahrelang auf irgendwelche Gerichtsverfahren warten? Es fehlen auch Plätze in Gefängnissen, es fehlen Justizvollzugsbeamte. War übrigens lustig, ich wollte ja früher mal zur Polizei, habe ich ja öfter schon erzählt. Zur Polizei kann ich jetzt in meinem hohen Alter nicht mehr gehen, aber Justizvollzugsbeamter geht immer noch. Und auch diesen Test habe ich bestanden. Huh. Ja, den ersten Computertest als Justizvollzugsbeamter habe ich bestanden. Und ich dachte, was seid ihr denn eigentlich für ein Laden? Dann kam da die Einladung, Herr Golme, haben Sie im Mai 2024 Zeit? Also zwischen meinem absolvierten Test und dem möglichen Vorstellungsgespräch in der Justizvollzugsanstalt Tegel lagen so 6 Monate. Ach, ihr sucht aber dringend. Gott, nein. Es ist wirklich. Ich hätte heute beinahe, es stand sogar schon da, ich habe es ja gelöscht, was für ein Scheißland das ist. Stand mein Text, habe ich aber gelöscht. Ja, also in dem Bezug auf jeden Fall. Herr Golme ist also heute der Schließer hier und lässt mich hier in der Kälte sitzen. Ich glaube, meine Nase läuft schon, das ist ja echt dramatisch, was du machst. Hast noch was oder starten wir? Ich habe vor allem kein Taschentuch. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm, ja. Naja, hilft ja nichts. Wir machen weiter und damit starten wir nämlich in unseren zweiten Themenblock für heute. Und den beginnen wir jetzt zur Abwechslung mal mit einer wirklich guten Nachricht, ja? Also, obwohl es rund um das vergangene Wochenende ja geschneit hat draußen, als wäre Frau Holle auf Speed gewesen, ja? Die Infrastruktur in Deutschland, die hat gehalten, ja? Zum Beispiel die Deutsche Bahn. Alle reden vom Wetter. Wir nicht. Wir fahren immer. Wir fahren immer. Zum Beispiel zur Hölle. Vor allem in Bayern ging zeitweise gar nichts mehr. Für alle in der Basta-Berlin-Gemeinde, die uns im Ausland zuschauen, also beispielsweise in Venezuela oder auf den Kanaren, hier für euch mal ein Bild unseres Zuschauers Thomas, wie es bei ihm in der Nachbarschaft aussah. Ja, ich würde sagen, das sind sicherlich 20 Zentimeter Neuschnee. Rund um München, da habe ich auch schon von einem halben Meter Neuschnee gehört. Dass da die Deutsche Bahn schwächelt, das ist natürlich verständlich. Aber wir haben doch gerade in diesem Werbespot gesehen, dass die Bahn das hinkriegt. Der kommt aus dem Jahre 1966. Mhm. Da hat es ja noch funktioniert. Warum denn jetzt nicht mehr? Naja, Benjamin, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Wie jetzt? Naja, weil die Regierung und deren Experten immer wieder sagen, wegen des Klimawandels, da kann so ein Wetter praktisch überhaupt nicht vorkommen, ist die Bahn auf den Fall auch einfach nicht mehr vorbereitet. Früher gab es etwa Mitarbeiter, die im Winter auf die Schienen gegangen sind und die freigeräumt haben. Nach etlichen Personalkürzungen ist das nicht mehr möglich, das sagt der Fahrgastverband Pro Bahn. Auch gibt es kaum mehr diese großen Schneefräsen, ja? Habt ihr noch nicht gesehen? Das sind die Dinger hier. Der Schulzzug, ja, die Älteren unter euch, die werden sich erinnern. Ist der nicht entgleist? Weiß nicht. Spaß beiseite. Diese großen Räumzüge, muss man ja sagen, die sind mittlerweile ausgemustert oder verkauft worden oder schlicht und ergreifend defekt, ja. Seit der Umwandlung der Bahn in eine Aktiengesellschaft, da wurde kontinuierlich kaputt gespart, damit die Rendite stimmt. Und das alles nur wegen diesem blöden Klimawandel. Wie bitte? Na, wenn es so extrem schneit, dann war das 1966 vielleicht noch normal. Aber jetzt ist das Extremwetter durch Klimawandel. Ach so, und wenn es wie rund um Weihnachten 2022 gar nicht schneit, was ist es dann? Dann ist das zu trocken und selbstverständlich auch ein Extremwetter und bedingt durch den Klimawandel. Okay. Und was ist, wenn das Wetter jetzt ganz normal ist, ja? Ein bisschen Schnee, ein bisschen Frost, nicht zu viel kalt, nicht zu viel warm? Na, das ist dann besonders übel. Ich glaube, die Klimakrise war einfach noch nie so nah.
Also es passiert trotzdem nichts. Ja, Moment, liebe sogenannte Klimaaktivistin. Natürlich passiert etwas, ja? Die Weltklimakonferenz in Dubai, ja, das ist doch nicht nichts. Die große Klimasause im Wüstenstaat. Ungefähr so sinnvoll wie eine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, mit einem Unterschied. Das Klimameeting war international vermutlich besser besucht. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai kommen jetzt Delegationen von knapp 200 Ländern zusammen. Auf der 28. Conference of the Parties, genannt COP28, diskutieren die Staaten Strategien gegen den Klimawandel und versuchen sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen. Ein Ausschnitt war das von BR24, die COP28 als Drehkreuz der Mächtigen. Die größte Greenwashing-Veranstaltung der Welt vermutlich. Ja, das Motto der diesjährigen Veranstaltung. Das dürfte deshalb auch gar nicht so sehr überraschen. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Imagefilm des Treffens. Wir übersetzen diesen Text. Klimawandel betrifft jeden überall. Das ist eine globale Herausforderung, da erfordert es eine globale Antwort. Und auf zwei dieser Antworten, da wollen wir jetzt mal genauer schauen. Nummer eins, die Staaten, die einigten sich auf einen Katastrophenfonds, aus dem Klimaschäden finanziert werden sollen. Ja, gegründet wurde der Fonds vom Gastgeberland, also den Vereinigten Arabischen Emiraten und natürlich Deutschland. Beide Staaten, die zahlten jeweils 100 Millionen Dollar in diesen Fonds ein. Angesiedelt wird der Fonds bei der Weltbank. Die rund 200 Länder auf der Konferenz haben den Fonds formal auch angenommen und abgesegnet. Ui, also ich meine, wenn Deutschland und die Emirate ja schon 200 Millionen gegeben haben, ne? Was ist denn dann jetzt bei rund 200 Ländern insgesamt rumgekommen? Moment, schaue ich kurz nach. 200 Millionen Dollar. Jeweils? Nein, insgesamt. Bisher haben nur Deutschland und die Emirate eingezahlt. Wie enttäuschend. Und das Gastgeberland, das ist auch nur mit an Bord, weil das grüne Entwicklungshilfeministerium vorher seit Monaten mit dem zuständigen Sultan verhandelt hat. Der heißt Ahmed Al-Jaber und der ist nicht nur Gastgeber der Klimakonferenz, sondern auch noch Vorsitzender der staatlichen Ölgesellschaft. Was hat Deutschland den Vereinigten Arabischen Emiraten im Gegenzug wohl angeboten? Ölverträge? Wissen wir leider nicht. Da die Vereinigten Arabischen Emirate aber offiziell noch als Entwicklungsland eingestuft sind, gibt es ja vielleicht auch noch Spenden vom deutschen Entwicklungshilfeministerium. Wie praktisch ist das denn? Deutschland rettet wieder einmal die Welt. Zur Not auch im Alleingang. Immerhin wird damit gerechnet, möglicherweise, dass die USA und China auch in diesen Fonds einzahlen werden. Genaues weiß man nicht. Und das bringt uns jetzt zu Antwort Nummer 2, die das COP28 auf die globalen Herausforderungen hat. Wir hören die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrer Eröffnungsrede. Today the United States is proud to join more than 115 nations in a commitment to double energy efficiency and to triple renewable energy capacity by 2030. Übersetzt heißt das, die USA sind stolz, zusammen mit 115 Nationen eine Vereinbarung zu unterschreiben, die Energieeffizienz zu verdoppeln und bis 2030 die Kapazitäten für erneuerbare Energien zu verdreifachen. Ui, das ist ja eine ganze Menge. Aber wie wollen diese Länder das denn schaffen? Dafür gibt es ganz unterschiedliche Lösungsansätze. Vor allem die Solartechnologie soll eine Rolle spielen. Also die Solarenergie, die nur durch seltene Rohstoffe wie Silizium, Cadmium oder Silber möglich ist, zudem noch zahlreiche Batteriespeicher braucht? Genau, total erneuerbar. Um das Energieziel zu erreichen, haben einige Länder auf der Konferenz aber auch noch einen weiteren Vertrag unterzeichnet. Das Handelsblatt schreibt darüber, 22 Staaten wollen Atomenergie verdreifachen. Große Industriestaaten wollen die Atomenergie bis zum Jahr 2050 massiv ausbauen. Anders seien die Klimaziele nicht zu erreichen, doch an den Plänen gibt es Zweifel. Ja, diese Zweifel gibt es aber vor allem in Deutschland, war klar. Ne? Zu den 22 Staaten, in denen keine Zweifel bestehen, zu denen gehören übrigens die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Polen, Schweden und Japan.
Japan, genau, das Japan, weswegen Deutschland mit der Merkel-Regierung aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Das ist natürlich interessant. Zwar gehörten die bevölkerungsreichsten Länder China und Indien nicht zu den 22 Unterzeichnern. Die beiden Megaländer haben aber ihre eigenen Atomkraftpläne. Ja, China will in den nächsten 15 Jahren ganze 45 Atomreaktoren zusätzlich in Betrieb nehmen. Das wäre jetzt fast eine Verdoppelung der bisherigen Kapazität. Und in Indien und Russland, da gingen zuletzt 10 weitere Kernreaktoren in den Bau. Unsere Energieversorgung soll klimaverträglich, umweltverträglich sein. Und ist unser Anspruch heißt, wir wollen unseren Stromverbrauch selbstständig erzeugen, das heißt nicht von Stromimporten abhängig sein. Sagt Atomaussteigerin Angela Merkel im Jahre 2011. Und was ist in diesem Jahr ohne Atomenergie in Deutschland passiert? Wir schauen auf den Stromverbrauch in Deutschland am vergangenen Samstag. Es war 12 Uhr mittags und Quelle ist electricitymaps.com. Wir sehen, der mit Abstand größte Teil unserer Energie wird mit Kohle produziert, gefolgt von Erdgas. Mit Abstand folgt Biomasse und dann unten mit sehr kleinen Anteilen sehen wir Solarenergie, Wind- und Wasserkraft sowie Pumpspeicher. Das ist noch nicht alles. Da bleibt noch ein Rest von Strom, den wir benötigen. Und der kommt unter anderem aus tschechischen Atomkraftwerken. Warum nicht gleich ukrainische? Robert Habeck hat doch gesagt, die Dinger sind ja gebaut, da können sie auch weiterlaufen. Ukrainische Kernkraftwerke, ja bitte. Deutsche Atomkraftwerke, nein danke, denn die sind gefährlich. Ja, ja. Die sind auf jeden Fall gefährlicher als die Atomkraftwerke im Kriegsland Ukraine. Ja, und alle um uns herum. Was das alles für Auswirkungen hat, das sehen wir an einer Entscheidung der Bundesnetzagentur. Ihrerseits übrigens aktuell geführt von einem ehemaligen Minister von Bündnis 90 Die Grünen aus Schleswig-Holstein. Richtig. Ab Januar dürfen die Stromanbieter bei einer Überlastung den Strom drosseln und rationieren. Welche Bereiche das betrifft, das erklärt der YouTube-Kanal Ingenieurskunst. Das Wichtigste zuerst. Der Netzbetreiber darf auch in Zukunft nicht den kompletten Strombedarf eines Netzanschlusses reduzieren. Das Gesetz beinhaltet lediglich 4 große Typen von Verbrauchern. Das sind nicht öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektromobile, Wärmepumpenheizung unter Einbeziehung von Zusatz- oder Notheizvorrichtung, Anlagen zur Raumkühlung und Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie hinsichtlich des Stromverbrauchs. Aha, also auf den normalen Hausstrom soll das erstmal keine Auswirkungen haben, Stand jetzt, ja. Aber es ist doch irgendwie schon absurd amüsant, ja, dass ausgerechnet bei den grünen Lieblingsprojekten E-Autos und Wärmepumpen und auch bei diesen Solarspeichern die Energie gedrosselt werden kann. Zur Erinnerung, derzeit haben etwa 3% der deutschen Haushalte eine Wärmepumpe und nur gut 2% fahren ein E-Auto mit Batterie und rund 1,7% fahren einen Plug-in-Hybriden. Nach dem Willen der Grünen soll am besten überall E-Auto möglich sein und außerdem die Wärmepumpe natürlich auch in jedem Haushalt. Wie sähe das denn eigentlich mit dem Strommarkt aus? Importieren wir dann noch mehr Atomstrom aus dem Ausland oder, weiß ich nicht, fällt der Strom dann einfach zeitweise immer wieder aus? Da gibt es ja noch eine weitere Lösung. Wir holen einfach noch weiteres Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Übrigens haben weder Kamala Harris noch ihr chinesischer Amtskollege auf dem Weltklimagipfel die fossilen Energieträger verteufelt. Mit keinem Wort, denn diese Länder fahren mehrgleisig. Na gut, ich meine, wer weiß, dass der Anteil von CO2 in der Erdatmosphäre bei nur rund 0,04% liegt. Und das wissen die meisten Politiker. Ich meine, der hat selbst auch einfach keine Panik. Die Panik, die wird nur in das Volk getragen. Möglicherweise ja, weil wir es hier mit einer Klimaindustrie zu tun haben. Und dabei geht es ja nicht nur um das Klima, es geht um viel mehr. Aufschluss gibt unter anderem der ehemalige US-Außenminister John Kerry. Er ist jetzt US-Klimabeauftragter und war in Dubai natürlich auch dabei. And the reality is that the climate crisis and the health crisis are one and the same. Totally connected, totally converging at this moment in time. Wir übersetzen, die Realität ist, dass die Klimakrise und die Gesundheitskrise aktuell ein und dasselbe sind. Total verbunden, total übereinstimmend. Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dass das im Grunde genommen dasselbe ist, dann haben wir noch einen weiteren Redner. Und auch er war auf der Weltklimakonferenz. Den kennt ihr sicher alle. Well, hello. It's fantastic to be here at COP28. And the Reaching the Last Mile Forum. I'm encouraged that we're talking
about the ways climate change affects health. Bill Gates oder eine künstliche Intelligenz, die sich als Bill Gates verkleidet hat. Was macht der denn schon wieder auf der Weltklimakonferenz? Herr Joppa, lesen Sie bitte vor, was ich mitgebracht habe. Ja, Bill Gates Mini-Atomkraftwerk soll 2028 ans Netz gehen. Hunderte Reaktoren sollen folgen. Mensch, der hat auch über seine Hände drin, ne? Hängt möglicherweise zusammen. Also, wenn da so viel über die Auswirkungen des Klimawandels und über Gesundheit gesprochen wird, dann stimmt uns das gar nicht so fröhlich. Und das ist auch gar nicht so ermutigend. Ist allerdings ein Trend. Wir haben ja vergangene Woche über den WHO-Pandemievertrag gesprochen. Mhm. Auch da wird ganz viel von Gesundheit und Klima gesprochen. Ja, und ich meine, unser Billy Boy und auch Karl Lauterbach, die Grünen und die von der Regierung bezahlten Wissenschaftler, die alle sagen doch, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Mhm. Der Klimawandel, der befeuert ja neue Mutationen und neue Zoonosen. Und die müssen wir uns jetzt ja darauf vorbereiten. Ja, wir könnten auch vielleicht einfach aufhören, in Laboren Gain-on-Function-Forschung zu machen. Oh, ja. Jedenfalls sind ja doch mittlerweile immer mehr Menschen der Überzeugung, dass dieses Virus gar nicht wirklich aus der Natur kam, sondern aus dem Labor. Und viele Menschen heißt, auch einige US-Behörden sind zu dieser Überzeugung gekommen. Aber wer es natürlich nicht glaubt, sind die Chinesen und Professor Dr. Christian Drosten. Ja, es ist eben eine Ideologie, ja? Eine große Klimakrise-Glaubensgemeinschaft und in Dubai, da feiern die einfach ihren jährlichen Gottesdienst. Und natürlich, ich meine, da dürfen auch die deutschen Hohepriester nicht fehlen. Allein die deutsche Regierungsdelegation umfasste 250 Personen plus Vertreter einzelner Parteien. So etwa das halbe Bundeskabinett mit Staatssekretären und Mitarbeitern, aber auch die Parteispitze der Grünen mit Assistenten. Müssen das wirklich so viele sein? Hm. Ricarda Lang sagt ja. Ich kann heute nicht mehr über Landwirtschaft sprechen oder über Ernährungssicherheit, ohne über die Klimakrise zu sprechen, die ganz konkret unsere Bauern bedroht. Ich kann nicht über Umweltschutz sprechen oder Meeresschutz, ohne über die Klimakrise zu sprechen. Und ich kann auch nicht über wirtschaftliche Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit sprechen, ohne über die Frage, wie wir die Industrie klimaneutral aufstellen. Über 250 Regierungsmitarbeiter fliegen nach Dubai, teilweise für mehr als eine Woche. Die brauchen Flüge, die brauchen Hotelzimmer, die brauchen Verpflegung. Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Unter einer Million Steuergeld ist das sicher schwerlich möglich gewesen. Aber schwamm drüber. Ein Grüner musste übrigens zu Hause bleiben. Oh. Er hatte quasi Hausarrest. Nachsitzen, Strafarbeit. Mit Eselohren ab in die Ecke und darüber nachdenken, was er falsch gemacht hat. Und das ist natürlich dieser alte Lausebengel. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat seine geplante Reise zur UN-Klimakonferenz in Dubai kurzfristig abgesagt, auf Bitten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Reise des Vizekanzlers werde auf den nächstmöglichen Zeitpunkt verschoben, sagte eine Sprecherin Habecks in Berlin. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um die Gespräche über den Haushalt 2024 nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts weiter voranzubringen. Und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Die Bundesregierung wirbt auf der Weltklimakonferenz für ihren Weg in der Energiepolitik, für die Energiewende und die erneuerbaren Energien. Aber der Wirtschafts-, Energie- und Klimaschutzminister muss leider zu Hause bleiben. Robert Habeck kann nicht dabei sein. Denn durch die grüne Energiepolitik, durch die Energiewende, durch die erneuerbaren Energien in Deutschland und durch die KTF-Tricksereien ist Deutschland in finanzielle Schieflage geraten. Was für eine fantastische Werbung für den deutschen Weg. Danke, aber nein, danke. Ich denke, dass wir uns alle mal ein bisschen zurücknehmen müssen und dann uns angucken müssen, was hier gerade passiert. Wir werden verarscht. Wir werden wirklich verarscht. Wir werden verarscht von dieser Konferenz. Recht hat sie, aber anders als geglaubt, ja. Die Klimakleberin Carla Hinrichs bei Hart aber fair war das. Eigentlich wäre ja möglicherweise Luisa Neubauer da gewesen, ja, aber die war ja ebenfalls in Dubai. Wie unangenehm. Mhm. Aber natürlich alles nur fürs Klima. Mhm. Ganz tolle Sendung muss das gewesen sein. Ich habe hier mal die Gästeliste. Ja. Julia Verlinden von den Grünen, Fraktionsvizechefin der Grünen. Professor Clemens Fuest, Ökonom, glaubt, dass es nicht richtig vorangeht beim Klimaschutz. Also er ist natürlich auch ein absoluter Klimapolitiker. Mhm. Carla Hinrichs, in Klammern auch die Grünen, brauchen wir nicht länger vorstellen, haben wir gerade gesehen. Mhm. Sven Plöger, ARD-Meteorologe, sagt, ich sehe einen großen Klimatsunami auf uns zurollen. Und dann war noch Peter Altmaier und der musste dann ein bisschen als Trottel vom Dienst herhalten. Peterchen. Aber was ist denn das wieder für eine Gästeliste? Ja. Das ist natürlich 80% pro Klimapanik und Klimapolitik und Peter Altmaier.
Und moderiert vom Freund von Luisa Neubauer. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Klapprot. Klapprot kenne ich nicht. Klammrot, Klapprot. Keine Ahnung, wer das ist. Klappstock. Weiß das nicht. Ist wirklich unglaublich. Ne? Und das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Und die erzählen uns nach wie vor, wir sind natürlich der heilige Gral der seriösen Information. Wahnsinn. Das bringt uns jetzt auch zu unserem heutigen Webtipp. Mhm. Wir wollen euch heute den YouTube-Kanal der UN-Klimakonferenz empfehlen. Ja. Kein Witz, und zwar nicht, weil wir den so unglaublich toll finden, sondern weil er hier und da auch interessante Erkenntnisse bietet. Also das scheint nur leider kaum irgendjemand mitzubekommen. Ja? Auf der Konferenz, da gibt es ungefähr 70.000 Teilnehmer. Hinzu kommen tausende Journalisten und Medien, die weltweit über dieses Event berichten. Der offizielle YouTube-Kanal hat aber gerade mal 8.000 Abonnenten und die Videos haben im Schnitt 500 Aufrufe. Interessant ist allerdings, was man da so alles über den Klimawandel erfährt. Beispielsweise hängt auch der Klimawandel sehr eng zusammen mit Feminismus. Bitte wie? Der Klimawandel schadet vor allem Frauen. Warum das denn? Na, weil Frauen etwa in Afrika bei steigenden Temperaturen auch härter arbeiten müssen. Aber Männer doch auch. Nein. Auch müssen Frauen wegen des Klimawandels auch viel mehr arbeiten, um ihre Kinder zu ernähren. Und Männer nicht, oder was? Nee. Und wegen des Klimawandels müssen Frauen jetzt auch vermehrt aus ihrer Heimat flüchten, da ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Deswegen kommen auch so viele junge Männer hierher. Nein, Marcel, du denkst hier viel zu logisch. Es ist so, wie es ist. Hört auf die Worte der ehemaligen US-Präsidentschaftskandidatin und Außenministerin Hillary Clinton. We know that climate change threatens women's livelihoods, their health, their safety, and in fact threatens to reverse decades of progress toward closing the gender equality gap. Sagt Ex-US First Lady Hillary Clinton auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Dieser YouTube-Kanal heißt COP28UAE. Findet ihr alle Videos zu der Veranstaltung, auch das von Bill Gates, großartig. Leider nur auf Englisch oder Arabisch, aber wir haben den Kanal unter unserem Video auch noch einmal verlinkt. Ich muss sagen, ich finde es toll, dass Bill Clinton und Bill Gates und auch Hillary Clinton, dass die sich jetzt so einsetzen. Ja. Für den Klimawandel, die sind ja viel geflogen, unter anderem an Bord von Jeffrey Epstein. Ja, gut, aber das sind ja kleine Maschinen, ganz, ganz kleine. Kleine Maschine. Oder ist Bill Gates eigentlich mitgeflogen in dem Jungfrauenflieger oder wie der hieß? Oder hat er sich mit Epstein nur immer in New York getroffen? Ich glaube, auf der Insel. Nein, keine Ahnung. Virgin Islands. Die Virgin Islands. Gut, okay. Oh, bevor die nächste Klage reinflattert, kommen wir zum Schreddern. Und da bleiben wir beim Klimahorror. Gefunden haben wir dabei ein ganz tolles Kinderbuch. Das ist ein Tipp von unserer Zuschauerin Silke. Dieses Buch ist Ende 2021 herausgekommen, aber es hat wirklich viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, es heißt Die besten Weltuntergänge und zeigt recht bunt illustriert verschiedene Zukunftsbilder. Untertitel lautet, was wird aus uns 12 aufregende Zukunftsbilder? Und wir haben jetzt hier auch mal so die erste Seite hier. Benjamin, vielleicht kannst du mal lesen. Da geht es darum, die Luft wird dünn. Es gibt zu wenig Sauerstoff zum Atmen in der Luft. Deshalb können sich Menschen nur noch in luftdichten Gebäuden und Fahrzeugen aufhalten. Man kann die Fenster nicht aufmachen und an jedem Ausgang gibt es Luftschleusen. Die Häuser sind mit Glasrohren verbunden. In großen Gewächshäusern werden Pflanzen gezüchtet, die Sauerstoff erzeugen. Die Natur außerhalb der Gebäude hat sich angepasst und die Menschen kennen die neuen Tier- und Pflanzenarten nicht mehr. Die bewohnten Gebiete liegen deshalb zur Sicherheit hinter einer Mauer. Sehr unangenehm. Schönes Kinderbuch hier auf einer anderen Seite, die hat mir besonders gut gefallen. Hier, die Viruspandemie. Auf der ganzen Welt verbreitet sich ein hochansteckendes Virus. Damit nicht alle Menschen gleichzeitig krank werden und die Ärzte nicht zu viele Patienten auf einmal bekommen, versuchte man, die Verbreitung zu verlangsamen. Das geht vor allem dadurch, dass die Menschen Abstand voneinander halten, um sich nicht gegenseitig anzustecken, beim Supermarkt an der Kasse und. Und hier unten steht, die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Virus von wilden Tieren auf die Menschen übergesprungen ist. Um eine weitere Pandemie zu verhindern, muss man also die natürlichen Lebensräume schützen. Da ist wieder die Zoonose, ne? Und jetzt kommt ja. Der... Ja, ich hab noch ein Highlight für euch. Ja. Also das ist heute unser Schredder-Kandidat. Das ist nicht der Webtipp. Ja. Der Schredder-Kandidat heißt Die besten Weltuntergänge. Und was ganz Besonderes mit einem Vorwort von 1984. Ach nee, von Robert Habeck? Nun ja, die Autorin dieses wunderbaren Kinderbuchs heißt Andrea Palloch. Wisst ihr, wer es ist? Nee?
ist die Ehefrau von Robert Robi Habeck. Und das ist wirklich ein guter Grund zum Schreddern. Wahnsinn. Ja, immerhin stolze 2,4 Sterne bei Amazon. Ist gut angekommen bislang. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Hoffentlich mit mehr als 2,7 Sternen. Es geht mit ganz großen Schritten auf die Weihnachtssendung zu. Auf die freuen wir uns auch schon ganz besonders. Für Jahresende, da haben wir natürlich auch wieder ganz viel Spezielles für euch geplant und überlegt. Und ich würde sagen, daran wird auch schon mit Hochdruck gearbeitet. Glaube ich. Oder? Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich wiederhole, dass ich glaube, dass wir gut vorankommen. Ja, Herr Habeck, also wenn wir Sie als Vorbild nehmen, dann wäre Basta Berlin schon vor Monaten insolvent gegangen. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Wir sind glücklicherweise nicht auf ihn angewiesen, sondern wir sind auf euch angewiesen. So ist es. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Die BEZ ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gern gesehen. Kurz vor Weihnachten. Vielleicht können wir dann die Heizung auch wieder anschalten. Auf jeden Fall vielen Dank für die, die schon gezahlt haben und die, die es noch tun werden. Und wie gesagt, schaut einfach mal, wie es geht, auf unsere Webseite basta.berlin. Da findet ihr alles, auch unseren Webshop. Gut, in diesem Sinne, mit großen Schritten Richtung Weihnachten. Nächste Woche sind wir wieder dabei. Dann kommt Folge 203. Ich bin Benjamin Golme. Bis dann, macht's gut, tschüss. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.